Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem WIFO Medienchat anlässlich des Jahrestages des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, der sich heute in der Nacht von heute auf morgen jährt zum ersten Mal. Und ich übergebe schon das Wort an Gabriel Felbermayr. Fragen gibt es im Anschluss. Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Danke, Markus. Schön, dass Sie Zeit haben. Ein Jahr Krieg in der Ukraine, das ist ein Riesenthema. Ich kann in diesen 20 Minuten nur ein paar Schlaglichter auf Themen lenken, die mir wichtig erscheinen. Und die erste Botschaft, die mir wichtig ist, ist, dass man diesen Krieg in seinen wirtschaftlichen Auswirkungen nicht separat betrachten kann von der Vorgeschichte, die geprägt war durch die Corona-Krise. Das ist wichtig, um zu verstehen, wo wir heute in Österreich wirtschaftlich stehen und welche Rolle der Krieg dafür hatte. Ich möchte beginnen mit einem kurzen Blick auf die Verflechtung Europas und Österreichs mit Russland. Und was wir sehen, ist, dass die wirtschaftliche Entkopplung mit Russland im vollen Gange ist. Das kann man an unterschiedlichsten Statistiken festmachen. Was Sie hier sehen, ist der monatliche Güterhandel der Europäischen Union mit Russland. Das sind also die Importe in grün und die Exporte in blau pro Monat. Und man sieht, dass ziemlich genau um den Zeitpunkt des Einmarsches der Russen in der Ukraine die Importe der EU aus Russland zu sinken begonnen haben. Aber sie haben vor dem Krieg massiv zugelegt. Dahinter verbergen sich vor allem Preiseffekte. Denn schon vor dem Einmarsch, wie wir dann auch gleich noch sehen werden, Russlands in die Ukraine, sind die Energiepreise stark gestiegen, aber nicht nur die, andere Rohstoffe auch. Und das hat zu einem Importboom geführt. Seit der Verhängung der Sanktionen sind die Importe stark zurückgegangen. Bei den Exporten ist der Effekt noch schneller sichtbar gewesen. Die sind ungefähr auf die Hälfte abgesunken in einer recht drastischen Art und Weise. Bei den Importen ist das Absinken eher langsamer verlaufen, weil es nicht so leicht ist, aus russischem Gas, Erdöl oder Rohstoffen auszusteigen. Das sieht man auch, wenn man nicht auf die Menge mal Preis-Notation schaut, wie sie hier dargestellt ist. Hier haben wir so einen Euro als Indikator, sondern auf einen Mengenindex sieht man, dass die Exporte Europas nach Russland stark eingebrochen sind, eben ungefähr um die Hälfte, aber auf diesem Niveau verbleiben. Die vielen Sanktionspakete, die dann im Laufe der Zeit dazugekommen sind, haben das Exportvolumen Europas nach Russland nicht weiter zurückgehen lassen. Bei den Importen ist das etwas anders, auch mengenmäßig. Die gehen zurück und sie gehen weiter zurück. Also das sind so die Trends, die man sehen kann, importseitig eine weiterreichende Entkopplung, exportseitig seit ein paar Monaten sozusagen sich festfrieren auf ungefähr 50% des Volumens, das man vorher hatte. Jetzt kann man nach Warengruppen, nach groben differenzieren. Was man da erkennt, ist, dass importseitig in allen Warengruppen Rückgänge zu verzeichnen sind. Nicht so sehr bei Nahrungsmitteln, aber die waren schon vorher sehr, sehr gering. War eben auch bei Rohstoffen, und sowohl wertmäßig als auch mengenmäßig. Hier wird jetzt einfach der Dezember 2022 verglichen mit dem Wert, den wir im Februar 2022 hatten. Also das ist ein starker Rückgang bei den Importen. Bei den Exporten sieht man das auch. Allerdings gibt es da im Bereich Getränke, Tabak, Nahrungsmittel, Tiere sogar Zuwächse. Also da exportiert Europa sogar mehr nach Russland, aber die großen Bereiche Maschinen, Chemie etc., da hat man die starken Rückgänge sehr wohl. Wenn man jetzt auf Österreich schaut, dann ist das Bild etwas anders. Österreich hat sich an der Entkopplung mit Russland exportseitig kaum beteiligt. Man sieht also, dass die österreichischen Exporte nach Russland zwar leicht rückläufig sind, aber nicht stark. Ja, sie sind ungefähr auf 3 Monatswerte gerechnet bei 0,5 Milliarden Euro. Das ist interessant. Und importseitig sieht man, dass die Werte eingebrochen sind, 2, 3 Monate nach der Invasion, sich dann aber wieder stark erholt haben. Daran erkennt man, dass die Rohstoffimporte, vor allem Gas,
in den letzten Monaten wieder gestiegen sind. Also Österreich ist sozusagen hier ein Outlier. Das kann man auch gut erkennen, wenn man mit Deutschland vergleicht. Die deutschen Exporte nach Russland sind stark eingebrochen, in der Drei-Monats-Summe von etwa 7 Milliarden auf 3, mehr als halbiert. Diese Halbierung können wir in Österreich nicht sehen und auch importseitig ist dieses Entkoppeln in Deutschland massiv sichtbar, von 10, 11 Milliarden Euro auf unter 6, so auch eine Halbierung in etwa. Österreich, wie gesagt, hier in einer anderen Situation. Wenn man vergleicht jetzt unterschiedliche Länder, wo ist das Entkoppeln schneller gegangen oder langsamer gegangen, wer ist schon weiter da in diesem Prozess als andere, da sieht man große Unterschiede. Österreich liegt eher im oberen Drittel. Das ist jetzt ein bisschen ein anderer Zeitvergleich. Hier werden die drei Monate von August bis Oktober 2022 verglichen mit den selben drei Monaten im Vorjahr. Man sieht, dass in dieser Vergleichsperiode Österreich auch 25% weniger Exporte nach Russland hat, aber eben nicht 50% wie der EU-Durchschnitt. Deutschland bei 53%, Frankreich bei 56%. Dänemark bei 74% Rückgang, das ist bei uns deutlich weniger. Und importseitig ist Österreich in der Gruppe, wo auch Ungarn ist, Griechenland, die Importe wertmäßig sind im Vergleichs, im Jahresvergleich deutlich gestiegen. Sie gehen, wie Sie gesehen haben, aktuell auch wieder nach oben. Wenn man sich jetzt die Ukraine anschaut und den Außenhandel Europas mit der Ukraine, dann ist das überraschend, was man hier sieht, nämlich dass vor allem importseitig, was die Ukraine also nach Europa liefert, nach einem kurzen Einbruch wieder zurückgekommen ist. Die ukrainische Exportwirtschaft nach Europa ist resilient. Das ist deswegen interessant, weil ja die Rede ist von 30% Einbruch des ukrainischen BIP. Ja, das ist wohl auch so, schon mal deswegen, weil 20% des Landes besetzt sind und schon von daher 20% des BIP nicht mehr in der ukrainischen Zählung auftauchen. Aber die Außenhandelsstatistik zeigt, dass zumindest der Exportsektor in der Ukraine resilient war. Nach dem starken Einbruch ist er wieder gekommen und wertmäßig importiert Europa aus der Ukraine ungefähr so viel, wie das vor der Krise der Fall war. Bei den Exporten Europas sehen wir das auch. Also mit der Ukraine ist die Situation wieder so, wie sie vor dem Einmarsch war. Exporte der EU sind in drei Kategorien stark gestiegen. Interessant oder überraschend vielleicht mineralische Brennstoffe. Das ist sozusagen die Umkehr der Lieferrichtung. Die Ukraine wird nicht mehr aus Russland beliefert. Rohstoffe, mineralische, also Erdöl vor allem, auch Erdgas, aber vor allem Erdöl, die nach Europa kommen, gehen jetzt über Europa wieder in die Ukraine. Aber natürlich auch Waffen und Fahrzeuge sind in den letzten Monaten massiv angewachsen, wenn man auf die Exporte der EU nach Ukraine schaut. Es gibt Diskussionen über Ausweichmanöver Russlands im Sanktionsregime. Da könnte man auch sehr viel dazu sagen. Auf den Erdölmarkt vor allem schauen, der sehr wichtig ist für die russischen Devisen. Aber ein Land muss man sich genauer ansehen, das ist Weißrussland. Weißrussland ist mit Russland in einer Zollunion, engster Verbündeter Russlands, auch wirtschaftlich. Und was man da erkennen kann, ist, dass die europäischen Exporte stark angestiegen sind, nachdem sie vorher eingebrochen sind. Aber sozusagen, das ist überraschend, importseitig entkoppelt sich die Europäische Union von Weißrussland. Was sind jetzt die Produkte, die da stark nach Weißrussland gehen in den letzten Monaten? Das sind vor allem Straßenfahrzeuge und Zubehör. Ja, also wir beliefern sozusagen über Weißrussland den russischen Markt mit Autos und anderen Straßenfahrzeugen. Das sind ein Anstieg, den wir hier feststellen können, von einer halben Milliarde Euro immerhin in der Drei-Monats-Summe im Vergleich zum Vorjahr. Das ist für so eine kleine Volkswirtschaft, klein und fürchterlich arm wie Weißrussland ist, ein großer Zuwachs. Um 280% ist das angestiegen. Also das ist ein Hinweis, dass das Sanktionsregime Löcher hat. Ansonsten sehen wir
das auf sehr viel kleinerer Ebene bei ganz vielen Produkten. Insgesamt 46 Produkte haben starke Zuwächse im Export nach Weißrussland und in Summe ist eben der Export Europas nach Weißrussland gestiegen. Wenn man auf Russland blickt, dann sieht man, dass in vielen, vielen Bereichen die Exporte zur Europäischen Union zurückgegangen sind, bei Maschinen, bei Autos eben, nicht um 1,7 Milliarden, aber ein Drittel davon wird wohl über Weißrussland kompensiert. Bei elektrischen Maschinen, in manchen Sektoren haben wir vollkommen Rückgang, da passiert überhaupt kein Handel mehr, zum Beispiel bei Flugzeugen. Aber wir sehen auch Sektoren, wo es einen starken Anstieg der europäischen Exporte nach Russland gegeben hat. Und das ist vor allem im Bereich pharmazeutischer Erzeugnisse. In der 3-Monats-Summe sind hier im Vergleich zum Vorjahr 800 Millionen Euro mehr an Exporten. Das ist ein Anstieg von 44%. Und schon im letzten Jahr haben wir einen Boom gesehen im Bereich pharmazeutische Exporte Europas nach Russland. Russland hat also offenbar seine ersten Einschränkungen vor dem Krieg angefühlt. Aber dieser Prozess geht weiter. Wir haben also exportseitig kein Decoupling, das alle Bereiche betrifft, im Pharmabereich sogar einen kleinen Boom. Auswirkungen auf Österreich. Nun, was natürlich diesen Konflikt für uns so schmerzhaft macht, ist, dass er etwas mit Rohstoffpreisen zu tun hat. Aber was hier wirklich zentral ist und wichtig für die Einordnung, ist, dass man sich klar macht, die Rohstoffpreise sind schon vor dem Jahrestag oder vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine angestiegen. Das kann man ganz allgemein für die Welt sagen. Hier sehen Sie unterschiedliche Indikatoren für Rohstoffpreise. Die dunkelgrüne Kurve, das ist ein Gesamtindikator, der enthält natürlich ganz stark Energierohstoffe zu fast zwei Drittel, aber eben auch Industrierohstoffe, Agrarrohstoffe. Was man da sieht, ist dieser Anstieg von der Corona-Niederung, der hat im Jahr 2021 stattgefunden. Im Jahr 2022 geht es eigentlich der Tendenz nach unten. Und das gilt auch fürs Erdgas. Das Erdgas ist im Jahr 2021 extrem teurer geworden. Ja, dieser Index hat sich von einem ganz niedrigen Wert von unter 50 während der Corona-Krise in Höhen emporgeschwungen, vor dem Einmarsch schon Richtung 350. Und danach, nach dem Einmarsch, hat eine Phase unglaublicher Volatilität eingesetzt. Das sieht man auch hier rechts, das ist auf Jahresebene aufgelöst. Das sieht man, das geht rauf und runter und rauf und runter und rauf und jetzt wieder deutlich runter, aber ohne Trend. Das heißt, wenn man sagt, der Krieg hätte die Erdöl- und Erdgas- und Rohstoffpreise angetrieben, dann stimmt das so nicht, denn was der Krieg gebracht hat, ist vor allem Volatilität. Die Preise sind schon vorher gestiegen. Das ist für die politische Einordnung der Sanktionen und des Krieges, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis. Genau. Was man aber natürlich sagen muss, ist, dass die Gaspreise, die uns so stark umtreiben politisch, nach wie vor sehr, sehr hoch sind. In dieser Kurve sehen Sie den Anstieg der Gaspreise in Europa, in Rot. Das ist in British Thermal Units gerechnet. Warum so? Damit man sie vergleichbar machen kann mit anderen Energiemärkten. Und was man hier gut erkennen kann, ist, dass schon seit dem Jahr 2021, aber dann eben auch während 2022, der europäische Gaspreis sehr viel höher lag als der amerikanische. Der ist hier grau eingezeichnet. Europa läuft ungefähr mit Asien gleich. Das heißt, da haben wir dann auch keine so großen Wettbewerbsdiskrepanzen mit Asien. Sie sind vor allem mit den USA ganz stark. Was mir hier wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir schon seit ungefähr 13 Jahren sehr viel höhere Gaspreise haben als die USA. In den USA gab es die Fracking-Revolution, sodass dass auch in den Jahren vor dem Krieg die Erzählung von dem billigen Russengas einfach nicht stimmt. Der Erdgasmarkt in Europa war sehr viel teurer als in den USA seit den letzten 13 Jahren. Die Rede, wir hätten uns Wohlstand besorgt durch russisches Billiggas, diese Rede stimmt so nicht. Ist das
Herr Martin Meyer. Ist Herr Meyer. So, Gabriel, ich habe dich stumm geschaltet. Du musst dein Mikro wieder anschalten. Ja, okay. Gut. Also wichtig, die Erzählung, dass wir hier so viel Wohlstand generiert haben durch billiges russisches Erdgas, die stimmt in den letzten 13 Jahren nicht, denn im Vergleich zu den USA hatten wir deutlich höhere Gaspreise schon damals. Das hat sich jetzt natürlich verstärkt. Wichtig auch der Anstieg des Gaspreises schon vor dem Krieg, während dem Krieg, vor allem eine fürchterliche Achterbahnfahrt, die ist per se schlimm wirtschaftlich, weil sie viel Unsicherheit erzeugt, aber keine massive Steigerung im Durchschnittspreis. Ganz interessant ist, dass sich die Industrieproduktion trotz der Energiepreisexplosion in Österreich halten konnte. Das ist die blaue Linie. Da haben wir vor dem Einmarsch einen starken Anstieg der Industrieproduktion im Durchschnitt gesehen, also von Wert von 90 auf einen Wert von 110%, mehr als 10% Zuwachs. Und seitdem geht es eher seitwärts. Die Furcht, dass die Industrie stark einbricht, wenn die Energiepreise so hoch bleiben, diese Furcht hat sich nicht materialisiert. Es gibt zwar Anzeichen sozusagen am aktuellen Rand, dass es einen kleinen Rückgang gibt, aber jedenfalls kein starkes Einbrechen der Industrieproduktion, auch kein Wachstum mehr. Das ist natürlich so. In diesem dynamischen Pfad ging es nicht weiter, sondern es kam zu einer Stagnation. Also die Industrierezession, auf die wir auch am WIFO monatelang gewartet haben, die hat sich nicht eingestellt. Was sich eingestellt hat, ist sehr wohl in einzelnen Bereichen, vor allem in energieintensiven Bereichen, ein besonders starkes Ende des Wachstumsprozesses, den wir vor der Krise gesehen haben. Das gilt für Sektoren wie Metallerzeugung, Papier, Pappe, Glas, Keramik, Metallerzeugung, Chemie, Gummi und Kunststoff waren. Aber es ist nicht so klar, was sozusagen der kausale Effekt des Krieges auf diese Branchen wirklich ist, denn die Preise waren vorher schon hoch. Vorher hatten wir diese Effekte der Corona-Krise. Sie sehen zum Beispiel Gummi und Kunststoff waren, da gab es vor dem Krieg einen massiven Anstieg, ja, und dann eine Normalisierung, wenn man so will. Also da gab es rund um den Jahreswechsel 21/22 eine Sonderkonjunktur, die ist weggefallen, kann man also nicht dem Ukraine-Krieg anlasten. Also insgesamt eine relativ überraschende Stabilität der Industrie mit den zu erwarteten Bremsspuren in den energieintensiven Sektoren, die aber bisher nicht drastisch ausgefallen sind. Was der Energiepreisanstieg aber gemacht hat mit Österreich, ist, dass sich die sogenannten realen Austauschverhältnisse stark verschlechtert haben. Was Sie hier sehen in dieser Grafik ist von 2008 bis 2022 und dann in der Prognose bis 2024, wie sich unsere Importpreise entwickelt haben. Die sind also seit dem Jahr 2020 in die Höhe geschossen, ja, von einem Wert in der Gegend von 103 auf einen Wert von über 130. Das ist ein massiver Anstieg der Importpreise. Da gehört nicht nur Erdgas und Erdöl dazu, da gehören auch viele andere Rohstoffe dazu. Und Sie sehen, dieser Anstieg hat stattgefunden im Jahre 2021. Das sind also Corona-Folgen, nicht so sehr Kriegsfolgen. Und was man bei den Exportpreisen sieht, ist, dass die auch angestiegen sind. Alles ist teurer geworden, schnell teurer geworden, schon im Jahr 2021, aber eben deutlich weniger stark als die Importpreise. Und wenn ein Land für seine Importe sehr viel mehr bezahlen muss oder sehr viel schneller mehr bezahlen muss als für die Exporte, dann bedeutet das Wohlstandsverlust. Diese sogenannten Terms of Trade Verschlechterungen, die führen dazu, dass mehr heimische Produktion eingesetzt werden muss für die Bezahlung der Importe. Das ist unverrückbar. Das ist ja nichts, das aus dem binnenwirtschaftlichen Geschehen oder von der heimischen Wirtschaftspolitik wirklich beeinflusst werden kann, sondern das sind die Weltmärkte, die sich massiv gegen uns entwickelt haben in Österreich, und dasselbe gilt für Deutschland und viele andere europäische Länder auch. Es gilt nicht für Norwegen, wie man sich gut vorstellen kann. Die haben eine massive Verbesserung des sogenannten Terms of Trade. Es gilt auch nicht für die USA. Auch in den USA, die USA waren sozusagen, was den Wohlstand anging, in den letzten Jahren eher Profiteure, weil sich die Weltmarktbedingungen zugunsten der USA entwickelt haben. Diese starke Verschlechterung der Terms of Trade, die taucht in den Standard-BIP-Zahlen nicht auf. Und das ist vielleicht meine wichtigste Botschaft heute. Die Situation in Österreich und anderswo in der Europäischen Union ist deutlich schlechter
als das Standard-BIP eigentlich sagen würde. Und ich möchte das fürs Jahr 2022 in Österreich illustrieren. Da hatten wir Rekordwachstum des nominellen BIPs, also in Euro gerechnet sind die Einkommen, die Bruttoeinkommen in Österreich um fast 10% gestiegen. Das freut den Finanzminister, das freut auch manche Bilanzersteller von großen Unternehmen, weil einfach in Euro gerechnet Rekorde stattgefunden haben. Also 10% nominelles Wachstum des Bruttoinlandsproduktes. Wenn dieses Wachstum dann preisbereinigt wird, wie das standardmäßig gemacht wird, dann bleiben 4,7% über. Das ist die Wachstumsrate des BIP, die das WIFO ausgewiesen hat, wie sie jetzt die Statistik Austria wohl bald bestätigen wird. Ein hohes Wachstum. Aber das Problem bei dieser Preisbereinigung ist, dass sie nicht die Verteuerung der Importe widerspiegelt. Es wird nämlich mit dem sogenannten BIP-Deflator bereinigt. Der BIP-Deflator misst den heimischen Preisauftrieb, also in welchem Ausmaß heimische Produktion von Gütern und Dienstleistungen teurer geworden ist. Wir konsumieren aber ganz andere Güter, als wir produzieren. Wir konsumieren eben auch Energie, die wir selber gar nicht produzieren. Umgekehrt exportieren wir sehr viele Güter, die werden im Inland hergestellt, aber nicht im Inland konsumiert. Manche Unternehmen bei uns haben Exportquoten von ganz nahe an 100%. Wenn man also diese sogenannte Terms of Trade Verschlechterung einberechnet und wie die USA, wie die US-Kollegen sagen, das Command-Based GDP ausrechnet, dann sieht man, dass diese Wachstumsrate von 4,7% nur 2,5% ausmacht. Sie misst halt etwas anderes. Sie misst jetzt sozusagen die Kaufkraft oder das, was man sich tatsächlich mit den in Österreich im Jahr 2022 angestiegenen nominalen Einkommen im Durchschnitt mehr leisten kann an Konsum, an Investitionen von Privaten und vom Staat. Und dazu kommt, dass wir Zuwanderung hatten, dass die Bevölkerung um etwa 1% angewachsen ist. Wir haben etwa 100.000 Flüchtlinge aus der Ukraine im Land, die Ansprüche stellen dürfen und müssen an den in Österreich hergestellten Wirtschaftskuchen. Und wenn man dann fragt, was ist pro Kopf mit dem kaufkraftbereinigten BIP passiert, dann sieht man, es ist nicht um 4,7% gestiegen, schon gar nicht um 9,9, sondern nur um 1,5%. Also es ist deutlich weniger berauschend, als die 4,7% darstellen. Dieser Effekt war übrigens schon 2021 da. Auch da ist das offizielle BIP, das Sie kennen, zu hoch, misst nicht die Veränderung der Kaufkraft pro Kopf. Und auch im Jahr 2023 wird es noch so sein, dass das offizielle BIP die Wohlstandsentwicklung deutlich überzeichnet. Das ist in vielen OECD-Staaten so, nicht in allen, wie ich schon sagte, USA nicht, Norwegen so, auch nicht. Und es hat sehr viel mit Corona zu tun, auch mit dem Ukraine-Krieg, der die Preise hochgehalten hat, aber diese starke Terms of Trade Verschlechterung hat schon vor dem Ukraine-Krieg begonnen. Um es nochmal deutlicher zu zeigen, das nominelle BIP in Österreich ist im Jahr 2022 um 9,9% gewachsen. Der klassische BIP-Deflator, der den heimischen Preisauftrieb misst, war 5,2. Und wenn man die Wachstumsrate des nominellen BIP nimmt und den BIP-Deflator abzieht, dann kommt man etwa auf die 4,7%, die wir in der offiziellen Statistik haben. Aber Sie wissen, die Inflation war sehr viel mehr als 5,2, die lag bei 8,5. Jetzt verkonsumieren wir nicht unsere komplette Produktion, das komplette Einkommen, es wird auch verinvestiert und es sind nicht nur Private, die konsumieren, es ist auch der Staat. Und wenn man sozusagen die Preise nimmt im Konsum und in den Investitionen und deren Veränderung ansieht, dann liegt man bei 7,4%. Das sind also 2,2% mehr Steigerung, als wir beim BIP-Deflator haben. Und wenn man mit diesem sogenannten Preisindex der inländischen Verwendung das nominelle BIP bereinigt, dann bleiben eben nur die genannten 2,5 über. Davon das Bevölkerungswachstum abgezogen, liegen dann beim Realwert des BIP pro Kopf in der Steigerungsrate bei 1,5 und nicht bei 4,7%. Das ist weniger als ein Drittel. Und wenn man jetzt wenn man noch vorher in andere Länder schaut, sieht man, das ist ähnlich, aber es gibt sozusagen auch Gewinner. Das sind jetzt nicht WIFO-Zahlen, sondern Zahlen des Office of National Statistics aus Großbritannien, aber die zeigen einfach, wir sind nicht die Einzigen, die solche Rechnungen anstellen. Das UK hat das gemacht, in Deutschland wird es gerade gemacht, haben wir ein Projekt mit dem IFO, das sich das auch anschaut. Im Zeitablauf sieht man recht deutlich die Diskrepanzen, die sich da entwickelt haben. Hier habe ich einmal für das Jahr 2019 alle Werte auf 100 normiert.
da sehen wir, seit 2019 hat sich das nominelle BIP um mehr als 25% erhöht oder wird sich erhöhen, wenn man auf die Prognose des WIFO schaut fürs Jahr 2024. Ja, aber schon im Jahr 2022 liegen wir bei 13% über dem Niveau von 2019. Wenn man auf das normale BIP schaut, dann auf das reale BIP, wie es heißt, dann sieht man, 2022 sind wir über die Krise hinausgewachsen. Ja, und das geht dann mit Stagnation das Jahr 2023 und dann mit leichtem Wachstum 2024 weiter. Aber das misst eben, wie schon gesagt, nicht den Wohlstand, das, sozusagen die Konsumkraft oder die Kaufkraft des BIP liegt leider 2022 immer noch auf dem Wert von 2019, steigt im Jahr 2023 nicht, steigt dann leicht im Jahr 2024. Aber auch das ist ja nicht relevant für das Wohlergehen der Durchschnittsösterreicher. Da muss man pro Kopf rechnen. Und pro Kopf sieht die Situation nicht gut aus. Da liegen wir nach unserer Prognose trotz der starken Wachstumsraten im Jahr 2021 und 2022 bei 98,8, also unter 100. Das heißt, wir haben die Hälfte einer Lost Decade, die sich hier in dieser Zeit darstellt. Österreich ist hier kein Outlier. Man kann die Rechnung auch für Deutschland machen, das sieht ziemlich ähnlich aus. Deutschland hat etwas weniger Inflation, aber auch etwas weniger nominelles Wachstum. Und die Bottomline sozusagen, was bleibt über an Kaufkraft pro Kopf, ist ähnlich, deutlich unter 100, selbst im Jahr 2024. Wir sind ärmer geworden, durch die Corona-Krise vor allem, aber eben auch durch den Ukraine-Krieg, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Das hat Implikationen und das ist jetzt das Letzte, das ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Wenn die reale Wirtschaftsleistung, das, was sozusagen für die Menschen zur Verfügung steht, um fair konsumiert zu werden, wenn das Feld im Jahr 2022 niedriger ist als im Jahr 2019 und 2023, 2024 weiter niedriger sein wird, dann kann man durch Anpassung aller Preise und Einkommen, zum Beispiel durch Inflationsindizierung von Löhnen, Mieten, Pensionen, Sozialleistungen, nicht diesen realen Wirtschaftsleistungseinbruch kompensieren. Was eine solche Indizierung am Ende tut, ist, sie führt dauerhaft zu hoher Inflation. Es ist einfach weniger da, das verteilt werden kann. Und wenn man sozusagen versucht, diesen Realeinkommensrückgang durch höhere Lohnabschlüsse, höhere Mieten, höhere Pensionen und Sozialleistungen zu kompensieren, dann geht sich das nicht aus. Es ist einfach weniger da. Das ist leider Gottes die unangenehme Nachricht. Die Realeinkommen sind gesunken und das muss sich auch widerspiegeln in unserem ganzen System. Natürlich mit einem sozialen Ausgleich, aber wenn man das nicht sozusagen einbaut, dann wird es zu dauerhaft hoher Inflation kommen. Drei Dinge oder vier vielleicht, die hier, glaube ich, wichtig sind. Das erste, wir müssen wirklich das Paradox lösen, dass wir trotz starkem Bevölkerungswachstum Arbeitskräfteknappheit haben. Ja, pro Kopf sinkt das reale Einkommen nicht. Und das heißt aber, die Köpfe werden mehr. Gleichzeitig steigen die geleisteten Arbeitsstunden nicht. Na, und das geht sich nicht aus. Wenn man sagt, man will Realeinkommen stabilisieren, dann muss, wenn die Bevölkerung wächst, eben auch das Arbeitsangebot wachsen und darf nicht stagnieren oder gar zurückgehen. Das ist ganz zentral. Zweiter Punkt, der auch ganz zentral ist, dieser Anschub bei den Preisen, der kam von außen. Wir müssen uns deswegen wirklich dringend einen glaubwürdigen, das ist ganz wichtig, glaubwürdigen europäischen Plan zurechtlegen, wie wir erneuerbare Energiequellen rasch erschließen können. Denn die sind am Ende das Substitut für die teuren fossilen Brennstoffe, die wir jetzt einkaufen müssen, für die wir so viel Geld bezahlen müssen. Also je schneller man da vorwärts kommt und je schneller man sich aus diesen fossilen Brennstoffen befreien kann, durch Einsparung von Verbrauch im Inland, durch Umbau des Energiesystems, umso stärker kann man sich dieser Mühle sozusagen entziehen, in die wir da hineingeraten sind. Es braucht aber natürlich auch Außenwirtschaft und den Handel, gerade für eine kleine offene Volkswirtschaft wie für die österreichische. Der Plan kann nicht sein, Autarkie zu werden, auch nicht im Bereich der Energie. Nur müssen wir uns, glaube ich, viel stärker auf die Versorgungssicherheit konzentrieren in der Außenwirtschaftspolitik und unsere eigenen Interessen hoch genug priorisieren. Es hilft uns nicht, wenn wir mit unserer Außenwirtschaftspolitik moralische Projekte umsetzen wollen im Ausland. Das
führt sozusagen am Ende nicht dazu, dass wir aus dieser Realeinkommensschraube herauskommen. Und letzter Punkt, der mir wichtig erscheint, mit Subventionen lässt sich gegen diese Realeinkommenseinbußen nicht ankämpfen. Das ist ähnlich wie andere Dinge auch. Da verteilt man sozusagen nur die Knappheit von dem einen Sektor in den anderen Sektor. Daraus entsteht per se noch kein zusätzlicher Wohlstand. Was wir brauchen, sind passende ordnungspolitische Rahmenbedingungen in Österreich, in der Europäischen Union auch. Aber ganz wichtig eben, wenn die Realeinkommen kleiner geworden sind, und das sind sie, wenn man richtig misst, dann muss man aufpassen, dass nicht alles mit der Inflation angepasst werden kann. Denn wenn man das tut, wird die Inflation sehr lange sehr hoch bleiben. Die simple Rechnung ist ja die, wenn die Inflation 2% sein soll, wie das sozusagen doch europäischer und eigentlich globaler Konsens ist, dann dürfen die Preise eben auch nicht um mehr als 2% steigen. Die Preise für Mieten, für Löhne, für Pensionen etc. Solange man sozusagen höhere Preis- oder Einkommenssteigerungen hat, um die Kaufkraftverluste auszugleichen, wird man Inflationsdruck haben. Deswegen braucht es, glaube ich, jetzt in dieser Phase Zurückhaltung bei diesen Dingen, damit wir die Inflation bekämpfen können und ein Anpassen, leider Gottes, an die neue Situation, die bis ins Jahr 24 geringere Realeinkommen pro Kopf bedeutet, als wir das im Jahr 2019 hatten. Das ist die etwas unerfreuliche Botschaft, meine Damen und Herren, für heute. Eine Konsequenz der Doppelkrise Corona und Ukraine-Krieg. Vielen Dank. Ein herzliches Dankeschön an unseren Direktor Gabriel Felbermayr. Der Richard Wins hat eh schon die Hand gehoben. Wir kommen zum Fragenpart. Das heißt, wir haben jetzt noch 30 Minuten. Richard. Ja, Herr Felbermayr, ich hoffe, Sie können mich hören. Ja. Ja, gleich an das Letzte anschließend. Das würde ja eigentlich für eine Mietpreisbremse sprechen. Allerdings sozusagen interessanterweise erst nachdem man die Löhne vorher sehr wohl um die Inflationsrate angepasst hat. Also das passt ja vielleicht auch nicht ganz zusammen, dass man zuerst Löhne um 8-9% und mehr erhöht und dann die Mieten nur um allenfalls 2. Oder wie ist da Ihre Sicht der Dinge? Ja, also ich glaube, dass wir insgesamt Zurückhaltung brauchen. Und das gilt nicht nur bei den Mieten, das gilt auch für die Lohnverhandlungen. Wir kommen ja jetzt sozusagen aus der heißen Phase der Preissteigerungen heraus. Die Inflationsraten werden ja sinken. Das sollte die Sache etwas erleichtern. Also der erste Schock der Teuerungswelle, der ist dann schon umgesetzt bei den Löhnen jedenfalls. Und auch bei den Mieten wird man kaum umhinkommen. Nicht? Also wenn wir sagen in Österreich, wir haben zum einen die Sozialleistungen inflationsindiziert, die Pensionen sind inflationsindiziert, die Lohnabschlüsse waren in der Nähe der Inflation für alle Branchen eigentlich, dann wird man kaum sagen können, die Mieten dürfen nicht auch um die Inflation steigen. Aber klar ist auch, irgendwo müssen die Realeinkommen sinken. Ja? Also sie sind im Aggregat kleiner und zwar bis ins Jahr 24 sicher kleiner, something has to give sozusagen. Irgendwo müssen diese Rückgänge sein. Und was uns ganz wichtig ist, am WIFO und mir persönlich, ist, dass wir eine faire Verteilung dieser Lasten haben. Deswegen war es richtig, die Sozialleistungen zu indizieren. Ja, das sind die Ärmsten, für die ist das wichtig, dass die Krise nicht auf deren Rücken ausgetragen wird. Wir brauchen auch auskömmliche Steigerung bei den kleinen Einkommen. Aber schon bei den Lohnverhandlungen wäre mein Plädoyer, es so zu gestalten, dass die starken Schultern mehr von dieser Last tragen als die schwachen Schultern. Und wenn man über die Mieten spricht, das ist schwierig. Das ist ein Privatrecht, ein privat organisierter Markt. Der Vermieter macht mit dem Mieter oft aus, was er sich ausmachen will. Da hat der Staat eigentlich zunächst einmal nichts zu suchen. Aber klar ist auch da, wenn alles mit der Inflationsrate steigt, dann werden wir sehr lange sehr hohe Inflation haben. Also irgendwo brauchen wir diese Anpassung nach unten. Und weil die Vermieter typischerweise wohlhabender sind als die Mieter, würde man sagen, dort wäre eigentlich eine Anpassung sinnvoll. Wie das gesetzlich umzusetzen ist, ist eine ganz andere Frage. Also zunächst einmal bleibt nur die Feststellung, wir sind insgesamt in Österreich ärmer geworden, deutlich ärmer geworden pro Kopf.
Und das heißt, es müssen die Realeinkommen sich anpassen. Und zwar leider nach unten. Wenn man jetzt sagt, bei den Mietern darf das nicht sein, bei den Vermietern darf das nicht sein, deren Einkommen müssen mit der Inflationsrate steigen, dann werden wir aus dieser hohen Inflationsspirale nicht herauskommen. Danke. Vielen Dank. Ich sehe viele Hände, 6 an der Zahl. Und wir machen das jetzt einfach fair der Reihe nach durch. Teams erübrigt eigentlich eh da die Reihung. Jakob Zierm, Presse. Ja, ich hätte drei Fragen. Die erste ganz kurz nur anschließend zu dem, was Sie eh gerade gesagt haben, weil Sie gemeint haben, auch bei den Lohnverhandlungen wären Sie dafür gewesen, dass starke Schultern mehr tragen. Können Sie das ein bisschen klarer sagen, was hieße das? Das heißt sozusagen, wäre da ein sinnvolles Modell, Einschleifregelungen, dass das prozentuell Besserverdiener weniger bekommen wahrscheinlich. Aber wenn Sie das ganz kurz nochmal ausführen könnten. Und dann noch zwei weitere Fragen. Das eine wäre beim Thema Entkoppelung der österreichischen Wirtschaft von Russland, die ja eigentlich nicht wirklich stattgefunden hat, wenn man sich die Export- und die Importzahlen anschaut, kann man sagen, haben die Sanktionen dann eigentlich überhaupt einen Einfluss auf Österreich? Kann man diese Frage beantworten? Und das Zweite ist, es ist ja die Industrieproduktion auf trotz der hohen Energiepreise nicht zurückgegangen. Ist da der Grund, oder welche Rolle spielt denn die staatlichen Hilfen dabei? Ja, genau, also Sie haben vollkommen recht, das Petitum wäre, dass in den nächsten Jahren, wir reden jetzt ja nicht von Schocktherapie, nicht? Aber die Inflation sollte doch von diesen hohen 10-11% runtergehen dürfen. Und das wäre wirtschaftlich für uns, glaube ich, insgesamt wichtig, dass also in den nächsten Jahren es zu Realeinkommenseinbußen kommen muss, weil der Kuchen kleiner geworden ist, dass aber Höherverdienende diese Last besser tragen können als die kleinen Einkommen. Und das heißt natürlich soziale Staffelung zum Beispiel von Lohnsteigerungen oder Einmalzahlungen, nicht Einmalzahlungen, sondern Pauschalzahlungen, nicht also 300 Euro für alle plus ein paar Prozent. Das wirkt automatisch für die kleinen Einkommen stärker als für die großen. Ähnliches kann man sich in anderen Bereichen auch überlegen. Nicht? Also auch im Bereich der Vermietung, nicht? Wohnungen, große Wohnungen. Also ich glaube, die soziale Staffelung dieser Anpassung ist einfach wirklich zentral, um den sozialen Frieden in Österreich zu gewährleisten. Wirken die Sanktionen auf Österreich? Naja, also die Frage ist ja nicht nur, was sehen wir in den Daten, sondern die Frage, die wir eigentlich beantworten müssten, was würden wir sehen, gäbe es die Sanktionen nicht? Und da würden wir wahrscheinlich ohne Sanktionen einen regelrechten Boom im Russlandhandel sehen, weil Russland einfach während dieses Kriegs unglaublich viele Ressourcen verschwendet. Ne? Also jede Rakete, die teuer produziert werden muss, mit Metall, mit Software etc., die dann in der Ukraine verglüht und dort Schaden erstellt, ist ja eine Verschwendung von Ressourcen. Das würde eigentlich einen Handelsboom herstellen. Den sehen wir ja nicht. Also bei den Exporten sehen wir diese Stagnation oder einen leichten Rückgang, aber eben nicht einen Boom. Bei den Importen ist die Situation so, dass wir ja über Turkstream und über die Ukraine Gas bekommen aus Russland. Deutschland nicht. Nicht Jamal, die Leitung über Polen, die ist tatsächlich auf Null gestellt und der Nord Stream ist in die Luft gejagt worden. Also jetzt kann man sagen, im Vergleich zu Deutschland haben wir einfach diese europäische Linie, dass wir beim Gas eigentlich weiter aus Russland einkaufen wollen, aber eben möglicherweise zu niedrigeren Preisen, die können wir weiter verfolgen, weil die Infrastruktur funktioniert, während das eben nach Deutschland nicht mehr funktioniert. Und was die Industrieproduktion angeht, nein, ich glaube nicht, dass das viel mit staatlichen Subventionen zu tun hat. Es hat viel zu tun mit der Resilienz der Branche, der Industrie insgesamt, die durchaus in der Lage ist, mit Preisschocks umzugehen. Natürlich waren die Preisschocks extrem, ja, aber sie waren short-lived. Wir hatten kurzzeitig sehr, sehr hohe Gaspreise, aber das waren ein paar Monate. Ja. Das hat sich ja doch deutlich zurückentwickelt. Viele Industriechefs haben das auch durchaus vorhergesehen. Also, dass wir 340 Euro pro Megawattstunde zahlen würden langfristig, das hat ja eh keiner geglaubt. Und
wenn man das weiß, dass sich oder doch eine starke Erwartung hat, dass die Preise sich wieder zurückentwickeln, dann beginnt man nicht, Industrieanlagen stillzulegen oder ins Ausland zu verlagern. In manchen Bereichen hat es ja stattgefunden. Also in energieintensiven Branchen sehen wir ja schon, dass da eine Korrektur nach unten stattgefunden hat. Aber weit nicht das, was von manchen prophezeit wurde. In Österreich waren wir ja ein bisschen zurückhaltender, aber in Deutschland gab es ja Prognosen, die waren haarsträubend. Ja, also eine vollkommene Auslöschung der Industrie oder so. Und da sind wir weit davon entfernt. Und der Punkt ist einfach, die waren von Anfang an falsch, diese Horrormeldungen. Das war vermutlich war das sozusagen ein Element der Überzeugungsarbeit, um dem öffentlichen Sektor möglichst hohe Subventionen abzunötigen und hat wenig mit der tatsächlichen Fähigkeit der Industrie zu tun gehabt, sich einzustellen auf höhere Preise. Wir haben eine moderne, gut geführte Industrielandschaft in Österreich und in Deutschland, in Europa, die mit Schocks umgehen kann, das schon lange tut. Es waren die Schocks größer, die Anstrengungen größer, aber das hat funktioniert. Ganz kurze Nachfrage, sind die Energiesubventionen dann sinnvoll und notwendig? Tja, darüber kann man streiten. Es ist natürlich die kurze und die lange Frist voneinander zu trennen. Nicht? Also in der kurzen Frist sagt man, ja, die Energiepreise sind hoch, sie kommen wieder zurück, ich produziere weiter. In der langen Frist muss man sich überlegen, kann ich in Österreich investieren? Ja, und die Investitionen, die habe ich Ihnen nicht gezeigt, aber die Investitionen im Industriebereich sind sehr wohl gesunken und zwar deutlich. Nicht? Und das hat schon was mit den hohen Energiepreisen zu tun. Wenn der Staat jetzt sagt, und die das Energiekostenzuschuss ist quasi ein Signal dafür, wir setzen uns ein, dass der Energiepreis in Österreich für die Industrie leistbar ist, dann hat das was zu tun mit der Frage, kann in Österreich noch investiert werden im Bereich energieintensiver Industrie. Und das sieht man nicht in dieser Statistik. Nicht? Wir sehen nur, dass die Anlagen weiter ausgelastet wurden, aber in der Investitionsstatistik, dort würden wir die Subventionen in ihrer Wirkung am ehesten sehen. Danke. Danke, Jakob Zirn. Ich appelliere an das Fair-Use-Prinzip. Das waren jetzt 4 Fragen. Schauen wir, dass wir das einigermaßen gerecht verteilen. Die nächste Frage ist beim Philipp Stotter. Aber gerne, können auch gerne 2 sein. Philipp, du bist stumm geschalten. Entschuldigung, der Klassiker. Ich wollte nochmal wegen der Mietpreisbremse nachfragen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, für was da jetzt der Herr Felmermeier das WIFO plädiert. Also, Sie sagen, irgendwo muss der Wohlstandsverlust passieren, wenn ich es richtig interpretiere, und die Vermieter sind tendenziell wohlhabender als die Mieter, deswegen sollte man da weniger erhöhen dürfen, als die Inflation beträgt. Was wäre dann ein fairer Rahmen? Wäre das eine Begrenzung auf 2% oder wäre da vorstellbar, die Mieten nur um 4% erhöhen zu dürfen? Wie soll man das verstehen? Ja, Herr Stotter, Sie treffen in einen wunden Punkt. Vollkommen richtig. Also die Einsicht, dass wenn der Kuchen kleiner wird, irgendwo der Verlust verbucht werden muss, ne, diese Einsicht ist schon mal wichtig. Ich glaube, dass die bisher in Österreich noch nicht wirklich breitflächig angekommen ist. Ne. Man denkt, es muss eh alles nur mit der Inflation steigen und schon ist gut. Ne. Und das ist leider Gottes nicht so, weil das wäre nur richtig, wenn wir sozusagen real unseren Wohlstand halten hätten können. Aber das ist nicht der Fall. Was kann man sich bei den Mieten vorstellen? Also es ist sicherlich nicht gescheit, auf 2% zu begrenzen, jetzt ad hoc und sofort. Wir haben nach wie vor Wohnraumknappheit und wir wollen sicher nicht alle Investments in neuen Wohnraum abwürgen, gerade bei den hohen Zinsen. Das macht sicher keinen Sinn. Ganz allgemein wäre es vernünftig gewesen, das war ja auch schon ein Plädoyer meinerseits im letzten Jahr, dass wenn man an Inflation anpasst, man nicht an den Verbraucherpreisindex anpasst, sondern an den Big Deflator. Das ist der Preis der Preis der im Inland hergestellten Güter und Dienstleistungen. Der lag eben deutlich drunter. Nicht bei 8,5 im letzten Jahr, sondern bei 5,2. Das sind nicht die 2 für die Vermieter, aber sozusagen als Größenordnung wäre das wahrscheinlich makroökonomisch sinnvoll. Wie man das umsetzt, da bin ich sozusagen ratlos, ehrlich gesagt. Weil ich kann nicht raten, sozusagen, ähnlich wie man das in Ungarn gemacht hat, bei Milch und Butter und bei Treibstoff und so weiter, mit Preiskontrollen loszurücken und zu sagen,
darf nur X kosten, nicht? Dann generiert man alle möglichen anderen negativen Effekte, auch am Wohnungsmarkt. Ne? Aber zwischen einem Einfrieren und einer moderaten Steigerung in der Höhe der Inflation, dieses BIP-Deflators, da wäre ja schon Spielraum. Aber wie das umzusetzen ist rechtlich, das ist etwas, wo Juristen ran müssen. Da bin ich ratlos. Danke, ich hätte auch noch 7 Fragen, aber ich halte mich zurück und überlasse die Bühne den anderen. Vielen Dank, das ist sehr nett. Marina Delcheva, Wiener Zeitung. Ja, hallo. Ein paar Fragen wurden schon beantwortet, deswegen nur noch eine. Ich habe eine Frage zur russischen Wirtschaft. Die im vergangenen Jahr hat vor allem die dortige Notenbank recht durch bestimmte Maßnahmen so den Totalabsturz verhindert. Können Sie ein bisschen zusammenfassen, vor allem was jetzt heuer und so in den nächsten Jahren mit Kriegsverlauf auf die russische Wirtschaft zukommt und wie da die Folgen dieses Krieges waren? Mhm. Weil das ja die Kriegstreiber sind. Ja, genau. Also ganz richtig, die Elvira Nabiulina, die russische Zentralbankchefin, die hätten wir schon vor dem Krieg mit beliebig hohen Geldsummen in den Westen locken müssen. Ne? Also, die wäre wahrscheinlich auch gekommen. Ja, vielleicht, nicht? Also 100 Millionen Euro oder was auch immer die Summe war. Also kann man fast beliebige Summen zahlen, wären wahrscheinlich gut investiertes Geld gewesen, denn die ist ja unter den Zentralbankern der Community bekannt dafür, dass sie wirklich, wirklich clever ist. Nicht? Und eine ganze Reihe von Maßnahmen haben dazu geführt, dass zum Beispiel der Rubelkurs stabilisiert werden konnte. Nicht? Also es ist zwar jetzt keine frei kompatible Währung mehr, da kann man also viel Kritik auch üben, aber die Inflation ist nicht vollkommen außer Kontrolle geraten, wie das in Russland immer eine große Angst ist. Und da hat die Zentralbank ganz entscheidend Anteil dran. Was man aber natürlich auch sagen muss, ist, die Zahlen, die wir aus Moskau bekommen, die sind vermutlich nicht richtig oder massiv geschönt. Das BIP ist vermutlich stärker eingebrochen als die 2,x%, die berichtet werden. Es ist auch klar, dass ein BIP in Zeiten von Kriegs, dass ein BIP in Kriegszeiten eine ziemlich sinnlose Größenordnung ist. Wenn die Munitionsfabriken und Waffenfabriken auf Hochtouren laufen, dann treibt das BIP in die Höhe. Wenn der Output dort aber so am Schlachtfeld verglüht, ja, ist damit kein Nutzen gestiftet, kein Wohlstand gemacht, gar nichts. Ne? Wir sehen die großen Zahlen, was sozusagen Auswanderung angeht, in Russland 500.000 Menschen, allein 100.000 Menschen in der IT-Branche, die das Land verlassen haben, die stehen der russischen Wirtschaft aktuell nicht zur Verfügung. Die Einberufung von Soldaten und Soldatinnen leistet ihr das Ihrige. Das heißt, es deutet eigentlich alles darauf hin, dass die 2,2 oder so Prozent Einbruch so nicht stimmen können. Wir gehen jetzt im nächsten Jahr davon aus, dass es wieder zu einer Schrumpfung der russischen Wirtschaft kommt, auch in der so beschönigten Sichtweise. Und da kommen wir eigentlich schon in Nähe von Effekten, die im März oder so prognostiziert wurden. Wir haben ja gemeinsam mit den Kieler Kollegen so gesagt, dass ein umfassendes Sanktionsregime gegenüber Russland die russische Wirtschaft ungefähr um 10% kleiner sein lässt, als sie sonst wäre. Nicht? Also sonst würde sie wachsen ohne den Krieg, ohne den Sanktionen um vielleicht 1,5-2% pro Jahr. Nicht? Dann wäre sie in ein paar Jahren, in 2 Jahren zum Beispiel um 5% größer. Jetzt aber schrumpft sie in diesen 2 Jahren eben auch in Summe wahrscheinlich so um 5% und dann haben wir die 10% Abstand schon. Nicht? Also das ist, glaube ich, schon deutlich merkbar in Russland. Wir sehen ja auch, das ging jetzt durch die Medien, was die geringeren Ölpreise bedeuten, auch die geringeren Gaslieferungen in den Westen für den russischen Staatshaushalt. Der Grund, warum Putin den Gashahn nicht weiter abgedreht hat und wir gerade in Österreich, Ungarn, Bulgarien deutlich mehr russisches Gas jetzt wieder kriegen, hat damit zu tun, dass Russland ja weiter liefert, auch liefern muss scheinbar, weil die Devisen doch wichtig sind. Der Rubel ist nicht konvertibel, das heißt alles, wenn jetzt
Russland in Iran oder China einkaufen will, sind immer noch westliche Währungen besser dafür geeignet als die im Inland gedruckte Rubelwährung ist. Vielen Dank. Nächste Frage, Claudia Elisabeth Hase, Kleine Zeitung. Guten Morgen. Ich habe einige Fragen. Eine betrifft... Wir haben zehn Minuten und der andere Shigetwari hat sicher auch noch zwei. Ja, okay. Also, alles klar. Ich versuche es in Stichworten. Wie ordne ich sozusagen Aussagen ein, dass uns eine Deindustrialisierung in Europa droht? Wie ordne ich das ein? Dann hätte ich gerne eine ganz allgemeine Aussage dazu, ob wir nicht im Vergleich zu dem, was wir vor 3 Jahren einfach alle befürchtet haben oder was wir auch vor einem Jahr noch alle befürchtet haben, nicht trotzdem mit einem eher halb vollen als mit einem halb leeren Glas dastehen. Das ist natürlich ein bisschen eine Softfrage. Und was, wenn die Arbeitsstunden so wichtig sind? Der Herr Kocher hat sich vor kurzem da ziemlich die Finger verbrannt. Was denken Sie dazu? Und es hat am Dienstag eine Veranstaltung der Energieagentur gegeben. Die haben gesagt, wir brauchen die Roadmap für einen Ausstieg aus russischem Gas bis 2027. Politisch dürfte es darüber keine Einigkeit geben. Was empfehlen Sie? Okay. Ja, super Fragen, Frau Hase. Vielen herzlichen Dank. Ja, also die Industrialisierung ist ja ein Prozess, der sich, wenn er sich ereignet, schleichend ereignet, über viele Jahre. Nicht, also es kommt ja keiner auf die Idee, Industrieanlagen abzuschrauben und woanders hinzubringen. Nicht, also wenn es einen Niedergang gibt, dann nicht einen, den man kurzfristig in einem halben Jahr oder so feststellt, sondern das ist eben die nicht erfolgende Investitionstätigkeit, die dazu führt, dass die Industrie kleiner wird. Wir hatten in den letzten Jahren bis vor kurzem eigentlich in der österreichischen Industrie und eigentlich in der ganzen Eurozone überhaupt keine Deindustrialisierung, sondern eigentlich eher einen Industrieboom. Ja, also das ist gerade in Österreich deutlich gewesen, aber auch in manchen österreichischen Nachbarländern nicht, das ist ganz wichtig, in Deutschland. Deindustrialisierung in Deutschland haben wir schon seit 2017, geht Bruttowertschöpfung real und die Industrieproduktion in Deutschland zurück. Also das kann man nicht so pauschal sagen, klar ist natürlich schon, wenn wir jetzt kein Pipeline-Markt mehr sind im Bereich Gas, sondern ein Flüssiggasmarkt sind, der ist volatiler, da hängen wir stärker ab, auch von Nachfrage China etc. Ja, Energiepreise werden höher sein in Österreich und in Europa. Das wird manche Industriebranchen aus Europa wegtreiben. Ich glaube, das ist, da muss man damit rechnen. Aber das sind die energieintensivsten das bedeutet noch lange keine Deindustrialisierung, sondern eine geringere Dynamik insgesamt und eben in den betroffensten Bereichen eine Verringerung der Kapazitäten. Ist das Glas halb voll? Also mir war es wichtig zu zeigen, dass wir aus diesen Krisen ärmer herausgehen. Also das ist leider so. Ja? Aber Sie haben vollkommen recht, Frau Hase, die Situation könnte viel schlimmer sein. Sie ist auch viel schlimmer in anderen Ländern als in Österreich. Wir haben jetzt keinen großen Vergleich gemacht, aber keinen Ländervergleich gemacht, aber in Osteuropa sind die Schäden sehr viel stärker. Das heißt, wir sind so schlecht nicht durchgekommen. Faktum ist aber trotzdem, diese beiden Krisen in ihrer Kombination machen uns ärmer und darauf muss man auch reagieren, wenn man das überkleistern will, mit immer mehr Euro, entweder staatlicherseits oder in den Lohnabschlüssen, dann wird man weiter Inflation haben. Das kann man wollen. Nicht? Man kann sagen, okay, jetzt leben wir halt in Zukunft mit 10% Inflation pro Jahr. Ich glaube nicht, dass das den Österreichern gefällt, aber wenn man das nicht will, müssen diese Preissteigerungen runterkommen und das geht nur, indem man sozusagen die nominalen Größen anpasst an die geschrumpften Realen. Der Kocher-Vorschlag, naja, also ich würde sagen, kaum jemand hat verstanden, was der Minister eigentlich wirklich wollte. Ich glaube, dass es nicht darum gehen kann, im Bereich Teilzeit die Sozialleistungen an die Teilzeit anzupassen. Das kann man sich kaum vorstellen, weil es hat auch keiner erklären können, wie das gemeint sein soll. Klar ist aber, dass wenn die Bevölkerung wächst und damit auch die Ansprüche wachsen an die Wirtschaft, wenn die Bevölkerung älter wird, ja, werden wir im Bereich der Aktiven eine höhere Arbeitsleistung brauchen.
Und es gibt ja viele Vorschläge, wie das zustande kommen soll. Also wir müssen sozusagen die bisher nicht Erwerbstätigen oder Teilzeiterwerbstätigen stärker motivieren. Dazu gibt es tausend Dinge. Man muss nicht über den Entzug von Sozialleistungen gehen. Wir können arbeitsschädliche Anreize, die es gibt im heutigen Staat-Transfer-System, eliminieren. Wir können darüber nachdenken, wie wir die Infrastruktur für Familien verbessern. Da gibt es viele Vorschläge, das liegt alles auf dem Tisch. Und sicherlich gehört auch dazu, Arbeiten insgesamt attraktiv zu machen, ja, mit steuerlichen Maßnahmen, mit Veränderungen in der Sozialversicherung. Aber über das Absenken von Sozialleistungen, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ja, und was das Thema Energie angeht, ich glaube, es gibt sozusagen da auch kaum andere Möglichkeiten, als zu sagen, wir müssen in Österreich eine leistbare Energie haben in Zukunft. Und da ist gar nicht einmal so wichtig, woher sie kommt. Ja, ich habe nichts gegen russisches Gas. Ich habe etwas dagegen, wenn mit unseren Euro, die wir für russisches Gas bezahlen, Krieg geführt wird. Wenn es uns gelingt, russisches Gas zu günstigen Preisen nach Österreich zu kriegen, so günstig, dass man damit keine Panzer und Raketen finanzieren kann, dann ist das doch wunderbar. Und wir werden Gas als Brückentechnologie brauchen, wahrscheinlich länger, als man sich das wünscht. Ja, das sind Fakten, mit denen muss man umgehen. Und ich glaube, da sollte man nicht den Kopf davor in den Sand stecken. Vielen Dank. Wir sind auf der Zielgeraden. Last but not least, Andras Schigetvare, der Standard. Ich habe jetzt 15 Fragen, aber so wie ich den Faber mal erkenne, die 2 Minuten extra, die wird er sich noch nehmen für ein wichtiges Thema. Ich habe zwei Punkte. Das eine ist, Sie haben diese Exporte erwähnt, die in Österreich auch diesen Slide gezeigt, diese 3 Monate. Können Sie noch kurz diese Zahlen, also diese 0,5 Milliarden und was hat sich denn da so stabil gehalten? Also gibt es da irgendeine eine Analyse, was wir da sozusagen noch exportieren, warum dieser Pfad auch so anders ist für Österreich als für Deutschland? Und was machen Sie daraus, weil Sie gesagt haben, Österreich hat da ein bisschen eine andere Entwicklung als die meisten anderen EU-Länder. Also ist das ein Auftrag aus Ihrer Sicht an den Staat oder an die Unternehmen? Und die zweite Frage bezieht sich noch auf diese, unter Anführungszeichen, Armrechnen. Da wollte ich Sie fragen, ist diese Rechnung ganz gesichert? Weil zum Beispiel Energiepreise, ich meine, wir kennen ja das ganze Trara, dass ein Großteil zum Beispiel von Gas wird ja über die OMV von langfristigen Verträgen importiert. Also wir wissen ja gar nicht exakt, was dafür das importierte Gas eigentlich bezahlt wird. Und Sie können ja dann nur die Marktpreise zur Korrektur nehmen. Also ist das eine so ganz fundierte Rechnung? Das ist die zweite Frage. Mhm. Ja, lassen Sie mich mit der zweiten, einfacheren Frage beginnen. Ja, das ist schon so fundiert, wie eben die amtliche Statistik fundiert sein kann. Das ist ja keine, wir machen ja WIFO ja keine eigene Preiserhebung, sondern wir nehmen die amtlichen Daten. Was wir hier verwenden, ist der Preisindex der sogenannten inländischen Verwendung. Das ist der Preisindex für den heimischen Konsum, das Verbraucherpreisindex, aber eben auch die Investitionen, die im Inland passieren, privat, all das, aber eben auch staatlicherseits. Und das sind Preisindikatoren, die nicht wir machen, sondern die Statistikämter in Europa für Eurostat produzieren und die wir da jetzt verwenden können. Aber Sie haben natürlich recht, dass da ist so manches geschätzt da drin. Ja, es gilt auch für unseren Verbraucherpreisindex übrigens. Ne? Das ist alles keine Exact Science. Insofern ist da schon sicherlich ein bisschen Skepsis, das liegen Sie ganz richtig, Herr Szigetvare, also ein bisschen Skepsis angebracht. Aber dieser Unterschied zwischen dem BIP-Deflator und dem Verbraucherpreisindex oder diesem Index der indischen Verwendung, der ist einfach dramatisch, ja, aktuell. Und das ist wichtig, dass man das sieht, dass die 4,7% Wachstum im Jahr 2022 bei den Menschen nicht angekommen sind, jedenfalls nicht in Kaufkraft angekommen sind. Da braucht man gar keine großartige Bereinigung, wie wir das gemacht haben, sondern da reicht eigentlich die Verwendung der Inflationsrate. BIP ist in Euro-Einheiten um 10% größer geworden, Inflation war 8,5%. Auch das sieht man sofort, da kommen nicht 4,7 heraus, sondern eher 1,5. Ja? Also mir geht es nicht darum, dass wir hier einen exakten Wert haben. Wir haben den so gut wie es geht errechnet und da muss man sicherlich noch weiter dran arbeiten und forschen, aber die Tendenz ist ziemlich klar.
So, und die erste Frage, was das für die Politik bedeutet. Naja, es ist so, ich habe ein bisschen hineingeschaut, was diese Stabilität der Exporte der österreichischen angeht. Wir haben ja ein Sanktionsregime, ein europaweites, und dieses Sanktionsregime betrifft ja nicht alle Waren. Ja? Pharmazeutische Produkte zum Beispiel nicht. Medizinmaschinen nicht, aber andere Maschinen schon. Ja? Also es ist der spezielle Mix der österreichischen Exporte, der dazu geführt hat, dass die Exporte nach Russland relativ stabil geblieben sind. Es ist nicht so, dass wir Dinge exportieren, die wir nach dem europäischen Sanktionsregime nicht exportieren dürften. Ja, das ist nicht der Fall. Bitte? Wir verstehen Anders, Sie. Du bist stumm. Was exportieren wir? Also pharmazeutische Produkte und Fahrzeuge, Maschinen, das sind die Bereiche, wo sich's robust entwickelt hat quasi. Wo wir keine Sanktionseffekte haben. Ja? Und die Frage ist jetzt immer auch, läuft das Exportgeschäft in diesen nicht sanktionierten Produktbereichen weiter oder wächst sogar? Und in Österreich ist es eben sogar gewachsen. Also im Pharmabereich haben wir das ganz stark, aber wir haben das auch im Bereich nicht sanktionierter Maschinen. Auch Lebensmittel übrigens sind stärker exportiert worden und da haben wir nicht nur Konstanz, sondern sogar Wachstum gehabt. Und das kann man sagen, wenn man mehr Decoupling mit Russland will, dann muss man diese Sektoren eben auch schließen. Ja, das hätte dann aber sofort auch monetäre Konsequenzen. Wenn man sagt, es dürfen keine Pharma- oder Medizinprodukte mehr nach Russland, dann kostet das sehr schnell viele Leben. Ich glaube, es ist gut, dass es diese Ausnahmen gibt, trotz des Regimes in Moskau und in Österreich nutzt man diese Ausnahmen. Einerseits, wenn man kann, nicht, weil der Produktmix schon vorher sozusagen stärker ausgeprägt war in diesen Bereichen und weil man sozusagen eben auch den Absatz, der da zusätzlich möglich ist, nutzt. Es ist aber alles auf geringem Niveau. Man darf ja beim ganzen Russlandhandel nicht vergessen, der große Crash des Russlandhandels, der war nicht im Februar 2022, sondern der ist 2014 passiert. Ja, auch in Österreich. Und jetzt, wenn man sagt, da ist jetzt, die Exporte sind stabil oder nur leicht gesunken, ja, aber eben auf einem schon seit 2014 sehr reduzierten Niveau. Gut. Ich glaube es kaum, aber das war's, oder? Ja. Ich sehe keine Hand mehr, nur die vom Anders Schigetwari, die ist mittlerweile gesenkt. Ich bedanke mich vielmals für die Teilnahme am Medienchat. Wie gesagt, es wird eine Aufzeichnung zur Verfügung gestellt und freue mich, beim nächsten großen Medientermin wieder mit Ihnen in Dialog zu treten. Das ist dann die nächste Prognose, die Marina Delcheva hat noch eine Frage offenbar. Geht sich das noch aus, Gabriel? Ja, okay. Es ist eine rein organisatorische Frage. Können wir die Folien haben? Ja. Ja. Danke. Die werden die Folien verlinken wir in einem Newsbeitrag, der auf wivo.at in der nächsten Stunde online geht. In den nächsten zeitnahe. Und wer mir eine Mail schickt und sie früher braucht, bekommt sie auch. Okay, gut. Vielen Dank, dann schließen wir den Chat. Danke. Dankeschön. Danke auch. Danke, Tag. Wiedersehen. Danke. Danke, wiedersehen.